Mittlerweile ist es gerade fast 5 Uhr. Testaufnahme. Egal. Also, egal. Fast 5 Uhr. Und wir waren den ganzen Tag hier auf der Terrasse. Wir haben uns gebräunt. Hast du gut gesagt, weil ich habe gerade das Wort gesucht, aber ich habe es sowieso nicht gefunden. Deshalb ist das gut. Das ist guter Stoff. Guter Stoff. Wir essen gerade. Ja. Und danach Stuff. Dann spielen wir Tetris oder so. Ja, bestimmt Tetris, weil das Leben so langweilig ist, damit wir halt so, also wir brauchen schon so Blöcke, damit es uns besser geht. Irgendwas, was wir ausfüllen können. Genau. Ich dachte auch, es wäre ganz gut, wenn ich aufnehme, wenn ich gerade rauche. Aber wahrscheinlich war es das nicht. Die Aufnahme war ein bisschen nah dran, Alter. Siehst du, automatisch spiegeln wir unser Verhalten. Das ist unterbewusst. Ich habe dich noch nicht mal richtig angeguckt. Aber man spiegelt, wenn zwei Menschen sich richtig gut verstehen, dann machen sie den anderen immer unterbewusst nah. Also sie setzen sich genauso hin. Ja, pacen. Die reden, also man hat halt Insider, ne? Inside. That's what she said. Man lacht über die Witze, keine Ahnung. Und man spiegelt einfach sein komplettes Verhalten. Okay, er fängt jetzt nicht an zu rauchen oder so, das nicht, aber... Ja, man macht das die gleiche Bewegung mit dem Arm, weil ich mach das auch voll oft so mit dem Arm. Ja, siehst du, das ist einfach, ich mag das zu beobachten, weil es eigentlich unterbewusst ist. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man sie so feststellt und realisiert und man merkt, was man eigentlich tut, dann merkt man, wie viel man eigentlich macht, ohne darüber nachzudenken und sich Bescheid zu wissen. Ja. Weil, wenn man, stellt euch mal vor, man wüsste über all diese unterbewussten psychologischen Vorgänge Bescheid. Und man wüsste auch bei einem anderen Menschen so... Du spielst einfach seine Bewegungen wieder. Und dadurch erzeugst du sowieso sofort Komfort. Oder eher Rapport. 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 Au français, s'il vous plaît. Rapport. Bewusstsein. Und weil dann fühlt sich derjenige wohl, weil er sieht, du spielst ihn wieder, sein Verhalten. Und dann denkst du, oh, ja, der harmoniert auf meiner Ebene. Der weiß, was er tut. Kopierst jemanden, den du noch nicht kennst, und du gaukelst ihm eine enge Verbundenheit vor. Ja, sagst du, wir sind beide auf einer Ebene. Du sprichst ihn auch in derselben Tonalität an, wie er gerade ist. Ja. Du merkst gerade, der ist gerade so ein bisschen chillig, so redet so langsam und gesenkt. So. Und dann kopierst du sein Verhalten nach. Du siehst an seiner Gestik, er macht manchmal diesen hier so, während er redet. Und machst das auch nach, während du redest. So. Ja. Und er merkt dann einfach, krass, irgendwie connecten wir so. Irgendwie harmonieren. Ja. Und wenn der eine so rumschmeckt, oh Leute, was geht? Und dann kommt ein anderer und sagt, hey, was geht? Hallo! Und dann steckt man die Leute und wir in dem Livestream, wo wir beide so rumgespackt haben und uns gar nicht kannten, aber irgendwie haben wir auf derselben Art und Weise rumgespackt. Ja. Und dann dachte er sich, ey, das ist ein krasser Typ, Alter. Ja. Ne, überhaupt schon von seiner Redeart konnte ich das irgendwie so feststellen. Ich konnte eben einfach sein Verhalten. Weißt du, so zwei Leute, die sind dann total, ja hallo, ich heiße Miguel und ich komme aus Berlin und ich mache dies und das und das und das und das. Und die reden dann auf, die reden dann beide so, ne? Die haben sich dann echt gesucht und gefunden, Alter. Und die reden natürlich dann über die Leute, die langsam reden. Diese Leute, die langsam reden, die sind voll komisch, Alter, wie kann man denn so träge sein, so schnell gehen und so was? Ich bin so ungeduldig, ich denke mir so, man ist ja falsch mit Reden, Alter. Das geht ja gar nicht vorbei, da braucht für 1-7 Minuten. Und die langsam reden, Alter, die sind so heftig, diese Typen. Die sind lauern. Warum? Die ganze Zeit am Rumschreien und die ganze Zeit so schnell reden. Chill doch mal Leben, Leute. Und dann finden zwei Leute sich auf derselben Wellenlänge. Und die haben dann sozusagen, sind eingespannt und die reden dann über die anderen, die halt nicht so sind. Die halt so. Dieser Typ, der redet die ganze Zeit so hoch, der die ganze Zeit so. Und diese Leute, hey, warum redet der Typ mal so tief, Alter? Ist der so ein Wiese oder was ist der, Alter? Der macht mir voll Angst. So. Ja. Diese Dynamikkeit wollte ich einfach nur erläutern, so. Aber ich denke, die Erklärung wäre ausbaufähig gewesen, aber im Moment dachte ich, es ist immer eine gute Idee, das so zu machen. Das ist krasser Stoff. Ich wusste, dass du es sagst. Das war... Predictable. Ja. Weil wenn ich mit dir rede, rede ich meistens einfach unterbewusst. Ja. Und das kommt einfach, that's what she said. Scheiße, was schon da. Hat sie auch gesagt. Ja, das hat er jetzt nicht gewusst, darauf kam er jetzt nicht. Aber der weiß es. Darauf kam. Da rein, Alter. Also Wahnsinn. Ich hab schon so krasse Insider. That's what she said. Der kann's auch nicht lassen. Nee, Mann. Der kann's nicht lassen.
nicht auf Versteifen, sonst kann ich so krass, wir waren eben noch auf sehr tiefgängige Gedanken, so auf einer tiefen Ebene. Und jetzt haben wir komplett diese Atmosphäre zerstört. Wir haben sie genommen und aus dem Fenster geworfen und haben uns gedacht, das spacken wir auch einfach vor. Wir dachten, das wäre eine gute Idee. Ja, wir dachten, wir haben aber jetzt ein sehr interessantes Thema ins Lächerliche gezogen eigentlich. Weil nee, wir haben das Thema nicht. Wir haben das Thema eigentlich so stehen lassen. Gebildeter Mann und Perversling. Das ist alles, was eine Frau will, Alter. Das ist Vollpaket. Leute, die rumspacken, sind geil. Leute, die fokussiert sind, sind geil. Ja. Leute, die im Bett zum Tiger werden, die sind auch geil. Ja, und wenn man alles in einer Person hat und das auch zeigen kann. So kann man das verkaufen, ja. Dann ist das guter Stoff. Das der wusste ganz genau, worauf ich hinaus wollte, aber ich hab's nicht gesagt. Ich hab's diesmal mit Absicht zurückgehalten. Ja, das einfach so stehen lassen. Freunde, was geht ab? Der gute Blatt ist jetzt mal wieder am Start. Wir sind nicht mehr zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Wir sind wieder auf dem Planetenfahrt, weil heute ist extrem geiles Wetter. Ich glaube, es sind 31 Grad heute. Und wir dachten uns, es wäre eine gute Idee, ein bisschen rauszugehen, ein bisschen das Wetter zu genießen und ja, uns hier hin zu pflanzen. Wir sind heute allein unterwegs, ich und der Pai, da ist er. Haben wir uns auch Sachen gekauft zum Saufen, weil bei so einem Wetter muss man das irgendwie machen. Weiß ich das gerade richtig? Nein, ich glaube schon. Und wir werden hier noch ein bisschen verweilen. Wir werden vielleicht mal ein paar Sachen reden, die interessant sind, weil ich glaube, ich bin heute in Laune. Ich glaub, du hast Bock, heute viel zu reden oder was? Ja, ich glaube, ich bin... Ich sehe das nicht wegen der Sonnenbrille. Siehst du das? Ach, du hast die Frontkamera. Ja, aber ich... Wenn ich das anständig beurteilen kann, ich so mache, dann sehe ich das ja nicht anständig. Das letzte Mal, wo du so aufgenommen hattest, hat man nur einen Kopf von uns beiden gesehen. Ja, weil ich ein Spaß bin. Ja, weil du bist ein Assi. Aber die Quali ist besser. Ja, ist doch scheißegal. Auf ein paar Megapixel kommt es jetzt auch nicht an. Das Licht so kann man gar nicht beurteilen. Man sieht es nicht. Ist auch egal. Was haben wir eigentlich noch hier vor? Wir werden jetzt ein bisschen dauern. Wir werden uns sonnen. Ja, uns sonnen. Ich bin schon ein bisschen verbrannt geworden. Das ist voll rot, Alter. Ja, da bin ich voll rot, weil ich glaube ich dann keine Dingens aufgetragen habe. Aber ich dachte, das wäre eine gute Sache. Nee. Alter, Planetenfahrt ist so geil. Planeten ist eine Kirche. Ben ist auch ein Typ. Wo ist eine Kirche? Ja, ich bin der Typ. Also. Achso, dann ist der Typ. Wo ist dann Ben? Wo ist dein Typ? Da ist ein Hund. Da ist ein Typ mit einem Hund. Okay. Da ist ein Hund mit einem Typ. Der war hinter einem Baum. Ich mag Bäume. Der mag Bäume. Ja. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, ich werde einfach drauf losgehen und mal schauen, was dabei rauskommen wird. Ist das eine gute Idee, Pai? Freunde. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts spontan ein. Ich warte einfach mal auf den ersten Gedanken, den erstbesten Gedanken, der mir so auftauchen wird. Und wir werden dann über irgendetwas reden. Und da ist schon etwas, was mir jetzt so gerade spontan einfällt. Nämlich, einfach diese Erfahrung mit dem Pai in dieser Hinsicht. Und hier kann man runtergehen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde das auch gleich mal tun. Was meine ich damit? Was meine ich mit Erfahrung? Ich bin das eigentlich nicht gewohnt, dass ich permanent mit einer Person was unternehme und ich jeden Tag mit der Person dann auch abhänge. Weil ich bin ja so ein Typ, der gerne alleine ist. Auch gerne Zeit mit sich selber verbringen, sehr viel sogar. Und das hier ist jetzt ein bisschen neu für mich, weil ich das eben nicht gewohnt bin. Das letzte Mal war das eben der Fall, als ich bei meiner Ex-Freundin war. Das war gar nicht mal so lange her. Und das war eine geile Erfahrung. Ich muss sagen, das war richtig cool. Das war anders, weil ich das so noch nicht gesehen hatte. Und normalerweise bleibt man auch nicht so lange bei einer Person. Und 3 Monate waren ein bisschen zu lang. Und man gewinnt sich dann an die Person und an diese Lebensweise und das vermisst man dann irgendwann, weil es eine schöne Zeit war oder einfach, keine Ahnung, weil man sich eben daran gewöhnt hat. Halt die Fresse, wo bist denn du? Ja, von hier sieht man das nicht, hallo. Der Typ denkt, das wäre eine gute Idee.
Ach so, da! Schädelisch, hallo! Seht ihr den Typen? Der ist ein... Ja. Das wäre eine gute Idee, seine Position anzumachen. Ja, auf jeden Fall ist das was ganz Besonderes. Und ich finde, bisher war das ganz cool mit dem Typen. Inwiefern meine ich das? Ja, wie gesagt, ich verbringe eigentlich sehr viel Zeit mit Nachdenken und so. Und so habe ich eben nicht mehr wirklich die Zeit zum Nachdenken. Ich bin eher wirklich die ganze Zeit permanent im Leben mittendrin. Der hat T-Shirt, also mitten im Leben schon fast. Mitten im Leben ist der Typ, hallo. Und ich finde das eigentlich ganz cool, aber dazu werde ich noch ein anderes Video machen später. Ich dachte schon nicht richtig, genau. Aber die Zeit bei meiner Ex war so geil. Ja, aber das war auf was anderes bezogen. Du wirst dir das Video vielleicht später anschauen. Krasser dann Stoff, Alter. Wirst du sehen, was ich meine. Egal, Freunde, ich lasse es mal so stehen. Und wir hören uns dann irgendwann mal wieder. Wahrscheinlich heute, wahrscheinlich noch. Also haut da rein und bis gleich. Schatz, ich hab den Schatz. Komm, Schatz, also... Ich hab Glück. Nicht mit Twister, nicht? Schmeng, das ist eine gute Idee. Wir hatten schon gestern zwei Mädels gefilmt. Wir machen das, glaube ich, den Tag jetzt. Was ist denn den Tag jetzt so? Boah, geh mal auf. Hallo YouTube. Hallo ja, YouTube. Hallo YouTube. Okay, schlossen, Alter. Okay, die gehen wir. Lassen wir. Du hast oh, mir jetzt, gut jetzt. Illegal, Misch. Ruft sogar in drei Monaten noch nicht. Die schmeißt sich gleich einen Abhang da runter, Alter. Das, ich glaube, sie hat ganz viel Kraft, die jetzt sie... Abhängen, krasse Hidden Power hat sie. So, sie mobiliert jetzt ihre Kräfte. Mobiliert? Mobilisiert, sagt er. Ich mag den Typen.